Irgendwo hier sollte jetzt Verstärkung sein. Yay, Verstärkung. Bam. Direkt einfach voll Winter. Boom. Wir hauen erstmal voll alles rein, ey. Und selber ein bisschen zerstört werden. Boom. Da vorne ist der nächste, yeah. Geniale Sache. So, jetzt drehen wir einmal. Manche tun cool selber mit uns ja jetzt. Ja, da vorne ist eine Straßensperre, geil. Dann müssen wir gleich normal drehen, weil da die will ich kurz einmal durchfahren. Bang! Boom! Bang! Oh. Fuck, 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 fuck. Oh, wir waren mitten in der Verfolgung stehen geblieben und ich muss gucken, dass ich nicht fehle jetzt. Aber ich glaube, ich kurz davor waren erwischt zu werden, aber wir haben es gerade noch so geschafft durchzubrechen. Boom, boom! Hauptsache das schöne Kopfgeld dafür absahen. 18.000 haben wir. So, jetzt mal. Boom. Boom. Oh, die kicken sich auch noch selber kaputt. Meine, wie blöd kann man denn eigentlich sein, ey? Ei, ei, ei. Nein, 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 nein. Nein, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Da haben wir gerade mal ein bisschen Glück fast, kann man sagen. Boom. Nächste Streife. Hat weggehauen, ey. Bang. Fliegt durch die Luft, ey. Oh, haben wir gerade kein Nitro. Jetzt kommt wieder Nitro. Oh, ich glaube, wir verbissen uns mal. 27.500 sollte vielleicht schon reichen. So, jetzt gucken wir mal, wo hier ein Versteck ist. So, hier irgendwo da vorne ist ein Versteck. Bang. Wir kriegen nämlich ja noch... Ich glaube, da wird ja noch... Genau, da wird ja jetzt Verfolgungsdauer, Kopfgeld 17.500. Dann wird da noch was draufkommen. Ich glaube, dann wird jetzt noch... Kopfgeld... So, jetzt war ich schon 34.000. Kopfgeld 11.000. Mit Polizeikontakte... Sachschaden kriegen wir auch nochmal Geld. Kopfgeld... 62.000, das ist doch schön. Hier ist Mia, ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abstellen, indem du dich am bestimmten Ort versteckst und musst nur aufpassen, dass du in Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt, halt die Augen dann noch offen. Vic ist dran, er ist ein Trottel, von dem ich dir erzählt habe, Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist, dann sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Okay, schönen Dank. Du Arsch, nee, so. Dann machen wir den noch und dann würde ich sagen, erstmal eine Aufnahmepause hier reinhauen. So. Zwei Sprintrennen wieder. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, was Weg feiner ist. Ah, Polizei. So, er rast da erstmal lang. Sein Wagen hätte ich glaube ich gerne als Zweitwagen. Für Polizeiverfolgung, ne? Unsere so, Polizei geht erstmal Donuts essen. Perfekter Start und jetzt kommen wir gut weg. Ja, perfekt. Das läuft ja schon mal gut hier gegen die Blacklist Nummer 13. Wir sind schon einigermaßen fortgeschritten. Kann man mal sagen. Bin ich gerade mit der Hand vor, oder? Das gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. So, gucken wir mal, weil wir müssen ja hier Weg irgendwie schlagen, ne? Das ist wichtig. Aber irgendwie sind die Blacklist-Fahrer immer das Einfachste, finde ich. Bis jetzt. Und die rennen immer schwieriger als dann gegen die Blacklist-Fahrer. Aber Weg bleibt erstmal ganz gut dran. Ach, fährt er in der voll gegen. Der Volltrottel mit seinem Toyota. So. Ja, auch die Blacklist-Fahrer werden irgendwann sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel Blacklist Nummer 3 dann mit dem McLaren, so, oder Mercedes. Aber egal, da dauert noch ein bisschen länger, bis wir da sind. Spiel hat ja auch eine schöne Spieldauer eigentlich. Nur man kann es ja auch danach immer noch weiterspielen. Also mal gucken, wie
viele Parts wir brauchen werden. Weiß nicht, ob ich das beim Voraufnehmen wahrscheinlich noch nicht durchzocken. Ich denke mal, es wird so bis in September reingehen und dann im Oktober kommt dann ja Most Wanted 2. Das wird auf jeden Fall auch Let's Play, also könnt ihr euch schon drauf freuen. Nicht nur Most Wanted 1, sondern auch Most Wanted 2 wird auf jeden Fall kommen. Für mich so ziemlich das Spiel des Jahres, was rauskommen wird. Ich habe mich so gefreut, als sie das angekündigt haben, wenn wir Weg schon wieder um 3 mit abgegangen haben. Also als das angekündigt haben, ey, habe ich mich richtig gefreut. Weil Most Wanted ist und bleibt mein Lieblings-Need-for-Speed. Mal gucken, ob Most Wanted 2 die doch jetzt hohen Erwartungen, die ich auch habe. Es soll ja so mindestens so gut werden wie hier dieser Vorgänger, natürlich mit verbesserter Grafik. Ob sie das erfüllen können. So. Oh, das da. Ja, 70% haben wir jetzt schon und wir haben 600 Meter Abstand. Also können wir uns auch, also selbst ein oder andere Fehler würde uns momentan nicht die Führung kosten. Reckless-Fahrer sind meistens ziemlich einfach zu besiegen. Weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Das geht, was hier seine Bestzeit war, wenn wir uns gleich nochmal angucken. Bei der Anstrecke war es auf jeden Fall 2,7. Ey, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie gut langkommen. Da war oder ein bisschen die Kurve verpasst haben. Oh, jetzt ist er dick. Ja, mal richtig. Der hat doch mal richtig Gas gegeben. Jetzt ist er fast dran. Aber jetzt kriegen wir auch die 100. Die 500 Meter, die er fast aufgeholt hat. Nichts mehr. 237 km/h. Aber sein Rekord 220, den haben wir auf jeden Fall nicht geknackt. 2,7 ist hier sein Rekord, also ein bisschen kürzer die Strecke. Könnte sein, dass sie über den Highway geht. 2, 1, Wahnsinn. Aber er hat echt einen schlechten Start immer und eine schlechte Beschleunigung, glaube ich, auch der Toyota. Aber eine Höchstgeschwindigkeit lässt er, glaube ich, nicht zu schlagen. Ei! Das war gar nicht gut. So. Das war natürlich das Nied. Wenn wir jetzt mal vorne bleiben, vor Vic. Nee, leider fährt er da nicht rein, schade eigentlich. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn nicht wegziehen lassen. Aber hier hinten haben wir richtig Vorteile mit dem guten Handling. Da wo es eng wird, da ist unser Audi TT ganz, ganz gut, sehr gut. Da ist er schnell. Ja, weil er sich so schön einfach fahren lässt. Ei, das war nicht gut, da haben wir die Ecke getroffen beim Quersetzen. Hier, das kennen wir doch schon. Dann kommen wir gut durch. Und hier ist viele enge Kurven. Das heißt Beschleunigung und Handling. Okay, eigentlich würde ich den Toyota in Robert gar nicht eher schlecht einschätzen, weil ich überhaupt wenn er solche Strecken nimmt. Gegen Fahrer, die ihn rausfahren zu fahren. Und ich weiß gar nicht, wer Backless 12 ist. Die ersten drei was machen wir noch so auswendig. Aber ab dann. Ja gut, man weiß immer so Anhaltspunkte auswendig, aber gut, vielleicht kennen auch einige alle auswendig, wahrscheinlich schon, also natürlich wird es irgendwelche Brücken geben, die ihr Spiel immer noch spielen, wie ich jetzt wieder, aber ich spiele es ja wieder, ich spiele es ja nicht immer noch, aber zwischendurch mal ein paar Jahre das Spiel nicht gespielt, aber gut, jetzt ist Vic wieder dran am Ende, kennt ihr die ab, er kennt die ab, bitte nicht, oder er fährt jedenfalls nicht, so 91% haben wir. Wir können es. Wir haben wieder über 100 Meter, aber jetzt hat er sehr quer gestanden, aber jetzt denke ich, sollte das gar kein Problem mehr sein. Und wir haben die Blacklist 13 geschlagen. Yay! 6000 Prämie wieder. Perfekt. Auch ihn haben wir abserviert. Ja, kein Problem. So, weiter. Glückwunsch, du hast das 2 Symbolen von Vic gewählt. Na los, Fahrzeugschein, ja! Mitte. Extra Geldprämie, 10.000, yay! Glückwunsch, Gungeon Beach ist nun freigeschaltet. Ja, cool, Camden Beach. Blacklist 12, eine Frau. Vielleicht sieht sie ungeil aus, wie sie sieht. Isabel Diaz, Izzy.
Mit Ise solltest du dich lieber nicht anlegen. Sie weiß alles über Autos auf und abseits der Straße. Ihre Schlitten ist perfekt vorbereitet und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen den sie fährt, ist ein Cousin, Freund oder Onkel. Die halten alle zusammen, also verschätzt es nicht, dir nicht mit ihr. Big Lou kommt danach. Aber egal, erstmal Easy Isabelle. Was hat die nochmal für ein Auto? Ach genau, den Mazda. Auch gar nicht so gut, wie er ist. Easy. So. Hab gehört, du hast nach Camden Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in den Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir her sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Okay. Wir gehen aber allerdings erstmal auf die Kirche und dann suchen wir uns wie mal. Da hinten ist er. Oder? Dahin kommen wir schon. Dahin kommen wir noch nicht. Da mal ein Unterschlupf. Und da. Rosewood. Ich glaube, wir gehen da mal hin. Da kommen wir auch hin, ja. Nur da hinten ist gesperrt. Mit unserem Audi TT fahren wir da erstmal hin. Fahren wir endlich mal hier aus dieser läppischen Stadt weg. Camden Beach ist sowieso viel geiler. Wo, glaube ich, Rockport ist die geilste Stadt. So. 3 Kilometer oder so war der nur entfernt. Ah, wir sind gewesen. Ja, hier, das war ja vorher gesperrt. Aber hier sind wir ja schon lang gefahren, als wir damals noch mit dem BMW am Anfang. Also, als wir noch den BMW hatten und nicht von Razer gestohlen wurde. Hier auch ein Drug Ring, ist das? Es gibt noch einen Drag. Drag Ring, glaube ich. Oder so ist das. So. Oh, natürlich, hier kann ich mir noch an alle Stadtteile, an alle Sachen erinnern, die da so sind. Wo ist die Plaza? Hier, nennt man das auch. Ach ja, hier war dann auch nochmal ein Begriff drauf. Querstellen, so. Und einmal rein, dann ist der nämlich auch erstmal als unser Standard-Unterschlupf gespeichert. So, jetzt gucken wir mal eben Wagenauswahl. Der neue Schlenz Ending, der hat aber eine bessere Höchstgeschwindigkeit und von der Beschleunigung nehmen sie sich beide nix. Wir nehmen erstmal den. Mit dem machen wir Rennen und mit dem anderen nehmen wir uns Drag. Ich will noch einmal Drag wissen, was das ist. Deswegen machen wir das noch einmal schnell. Oh, ich hab Bock noch aufzunehmen eigentlich. Okay. Na, wir holen uns mal kein Tutorial an, das. Was war denn nochmal Drag? Ach, was war das? Ja, dafür sollte man wissen, wo Schalten ist. Dafür sollte ich Schalten belegen, glaube ich. Optionen. Steuerung. Runterschalten habe ich. Nee, nicht auf Taste 2. Da ist was anderes, glaube ich. Da, machen wir da. Und so. Ist hier irgendwas jetzt nicht mehr belegt? Ich hoffe nicht. Mehr. Ach ne, man muss nur, glaube ich. Also wir starten das Ganze nochmal neu. So.
Mal müssen wir nur schalten, wir müssen nicht lenken oder so. Gut geschaltet. Und aufs Gas drücken wir auch noch. Ach, genial. Ach doch, wir müssen ein bisschen lenken, aber... So, noch einmal neu starten. So, jetzt nochmal, so. So, müssen wir hier... Zwischen den... Spuren können wir wechseln. Los, na los, nein, nein. Okay, wir fahren. Wir fahren keine Drag Rennen, das ist nicht so meins. Okay, gut. Ich mach erstmal ein Aufnahmepäuschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.